Moin, moin und hallo, da sind wir wieder zurück bei, jetzt habe ich den Namen des Spiels vergessen, aber wir waren dabei auszuwählen und gucken uns mal an, was passiert, wenn wir Dance Outcome wählen, sozusagen. Outcome, das klingt falsch. Hey, ihr Niveaus und Leute, habe ich euch nicht gesagt in den letzten Teilen, ihr sollt verschwinden? Na, auf jeden Fall ist hier eine kleine Ladesequenz, denn jetzt lädt das Spiel eine Zwischensequenz nach. Nein! Die Kaplans sind eingeschlafen. Wir können das Haus jetzt frei erforschen nach Hinweisen über seine Vergangenheit. Und dann flüstern wir unsere Entscheidung zu Dan. Soll heißen, wir haben jetzt das Notizbuch besorgt. Dan hat es quasi gefunden, weil wir, was weiß ich, poltergeistmäßig es hinterm Schrank hervorgeschubst haben. Und jetzt können wir hier rumlaufen und uns quasi für eine, für einen Kompromiss entscheiden. Das heißt also, hier irgendwo habe ich doch, da glitzert was. So, wenn wir, wenn wir vorsichtig spielen und die Wünsche und Bedürfnisse von mehr als einem Charakter lernen, dann können, haben wir jetzt quasi die Möglichkeit, einen Kompromiss zu finden mit irgendeinem Charakter, den wir nicht erschreckt haben im letzten Kapitel. Wir können nur einen Charakter für einen Kompromiss auswählen. Das heißt, wenn wir Tab drücken, sehen wir die möglichen Kompromisse und bei Return können wir weitermachen. Hier, Kompromiss. Wir können Linda eine Bottle of Wine oder dass Tommy mit dem Vater ein Spiel spielt. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen die Flasche Wein, um vielleicht die Beziehung noch zu retten und gucken mal, was hier so steht. Von dem Schreibtisch von Harold Baxter. Januar, 15. August. Nee, 15. Januar. Was sag ich denn da? August. 1948. Mrs. Lowry hat mir recht gegeben und lässt mich das Haus inspizieren. Ich glaube, sie ist einfach nur müde davon, dass ich sie ständig danach frage. Wobei, ich glaube, tief in sich drin weiß sie, dass ich richtig liege. Ein Haus wie dieses sollte einfach nicht ständig von Hand zu Hand weitergereicht werden. So jedes Jahr oder alle zwei Jahre, ohne einen Grund. Also scheinbar ist das Haus hier irgendwie, ja, keiner wollte da länger drin wohnen, weil wir, der Poltergeist, da anwesend sind. So, ich habe ein Muster gesehen, als ich alte Dateien, alte Akten sortiert habe und dieses Haus kam zum Vorschein. Es hatte die Besitzer 7-mal in der Vergangenheit gewechselt, also in den letzten 13 Jahren. Ich fing an zu graben und nicht einer von diesen Verkäufen wurde durch finanzielle Probleme motiviert. Leute haben einfach entschieden, dass sie irgendwo anders leben wollen und nicht mehr länger hier. Und das ergibt in meinem Kopf keinen Sinn. Also der Ausblick ist überwältigend. Die Isolation und Privatheit sozusagen machen es total großartig, weil man wird von nichts gestört. Die Entfernung ist auch kein wirkliches Problem, denn, denn keiner, der sich dieses Haus leisten kann, hat es nötig, irgendwo für Geld arbeiten zu gehen. Es ist ein mysteriöses Mysterium. Und das ist der Grund, warum ich hier bin, also Harold Baxter in diesem Fall. Das heißt, Harold Baxter hat dieses Haus also entdeckt. Und hier muss es doch noch irgendwo weitere Hinweise geben. Hier ist jetzt nichts. Wahrscheinlich ist oben irgendwas. Hüp, hüp. So. Ah, er will mit seinem Drachen fliegen. Hier sind seine kleinen Spielzeugautos. Racing Rogers. Das wäre, wenn wir seinen Kompromiss wählen. Aber nein. Tut mir leid, aber ich bin kinderfeindlich. Ich werde definitiv nicht das vom Kind wählen, sondern ich will die Beziehung der beiden retten. Das heißt, ich müsste unten in der Küche die Weinflasche anwählen. Hier ist aber noch ein Notizbuch. Von dem Schreibtisch von Harold Baxter. 16. Januar 1948. Ich stand in der Küche und habe Kaffee getrunken und währenddessen den Blick bewundert. Ich verstehe es einfach nicht. Wie konnten die Leute nicht mehr diesen Anblick jeden Morgen sehen wollen? Also, das ist scheinbar die größte Frage, die mich beschäftigt, bei diesem Haus in der 451 Timberline Road. Ich habe letzte Nacht sehr gut geschlafen. In Klammern, es ist gut, dass die letzten Bewohner das Haus komplett möbliert hinterlassen haben. Sonst hätte er nämlich auf dem Boden pennen müssen. Es war genauso ruhig wie,
wie überall, wo ich sonst gewesen bin. Die einzigen Geräusche heute waren der Ozean und ein paar Vögel. Nachdem ich mit dem Frühstücken fertig war, wollte ich das Haus näher inspizieren. Später. Ich habe die oberen Etagen inspiziert, um sicherzugehen, dass die Treppe inspiziert, um sicherzugehen, dass die Railings, also sprich die Geländer, alle stabil und haltbar sind. Und dann habe ich plötzlich etwas Merkwürdiges unten gesehen. Ich bin mir nicht sicher. Ich kann es auch nicht richtig beschreiben, was es war. Aber und als ich schon halb die Treppe wieder runter war, als ich mich schon halb wieder quasi davon befreit hatte, was die Gedanken daran anging, als ich mich so davon überzeugt hatte, dass es nicht wirklich irgendwas sein könnte, ich habe mich davon überzeugt, dass es wahrscheinlich nichts ist. Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Lichtspiegelung, die durch diese großen Fenster des Hauses kommt. So, ja, ich würde mal sagen, der hat uns gesehen, wie wir etwas unvorsichtig... Ah, Mist, hier können wir nicht rausspringen, weil das ist oben an der Decke. Hier, der Wein, den wählen wir. Den Wein anzuwählen wird Lindas Kompromiss für dieses Kapitel auswählen. Wir können nur einen Kompromiss pro Kapitel auswählen. Das heißt, wir drücken Return und wählen Lindas Kompromiss. Gehen wieder nach oben ins Schlafzimmer und flüstern Dan unsere Entscheidung zu. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Oh, Dan hatte eine Einleuchtung. Er hat seine Ideen in einem alten Notizbuch abgeschrieben. Und scheint wohl im Schlafzimmer neben das Bett gefallen zu sein. Er hatte natürlich keine Gedanken, woher das kam. Statt dass er mit Linda relaxed hat oder mit Tommy, hat er sich hingesetzt und das Buch weitergeschrieben. Tut mir leid, ich muss schnell übersetzen, das ist so ein bisschen problematisch. Am nächsten Abend hat Linda sich entschieden, eine Flasche Wein sich selber aufzumachen. Und nachdem sie die Hoffnung schon aufgegeben hat, dass Dan sie dabei sozusagen begleitet, traf er plötzlich ein und hat... sozusagen kam runter zu ihr und kurz bevor sie die Flasche leer hatte, hat er mit ihr den Wein getrunken. Besser als gar nichts, meint Linda. Tja, Dans Gedanken waren woanders, als Tommy versucht hatte, mit seinem Vater Racing Roger zu spielen. Linda hat Tommy entdeckt, wie er das Spiel selber gespielt hat nach dem Essen. Sie hat sich zu ihm gesetzt und hat versucht, ihn aufzuheitern, was aber nicht so gut funktioniert hat. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so ein bisschen spontan schnell übersetzen muss, aber das Ganze läuft automatisch ab. Ich kann da leider keine Pause machen, um das so ein bisschen, ja... Könnte es mir natürlich durchlesen und dann entsprechend erst, wenn es fertig geschrieben ist. Die Show. Linda hat einen Brief bekommen, in dem... Das erfahren wir, wenn wir es quasi erforschen. So, das heißt, hier, da, eine Akte. Mal sehen, Mrs. Kaplan. Oh, wir sind begeistert davon und wollen ihre Arbeit am Donnerstag ausstellen. Ich weiß, das kommt alles total Last-Minute-mäßig, aber unsere Sekretärin ist nur eine Zeitarbeiterin, die nur teilweise Teilzeit arbeitet und hin und wieder verschwitzt sie halt ein paar Sachen. Ich habe Ihnen ein paar Unterlagen und Beispiele für die Werbung geschickt, die wir in der Zeitschrift diese Woche abdrucken wollen. Ich weiß, es ist einfach das Letzte, was Sie jetzt wahrscheinlich, worüber Sie jetzt wahrscheinlich nachdenken wollen. Aber was ist denn der Grund, wenn wir eine Show veranstalten und keine Sau weiß es und geht hin? Naja, egal. Wie dem auch sei, wir wissen, das ist alles ein bisschen hektisch, aber während wir eine kleine Firma sind, haben wir natürlich sehr viel Herzblut in die Sache gesteckt. Und wir würden uns sehr freuen darüber, wenn Sie quasi zu dieser Show erscheinen würden und daran teilnehmen. Oder beziehungsweise, wir freuen uns sehr auf Ihre Show. Nicole Adams, Westlake Galerie. Das heißt also, unsere Olle... So, gucken wir uns das Bild nochmal an. Aha, der Junge will also mit seinem Papi an den Strand gehen. Hier ist auch noch ein Brief. Big news, Barb. I'm putting on a show. Can you believe it? I've already got butterflies. It's been so long. I'm glad it's a small gallery, so I can ease my way back into things a bit. And I want to do it right. I'd forgotten how much work goes into things that aren't painting when it's time to put on a gallery. You know I could never stand all the logistical rigmarole. Plus, I have a piece I really want to finish before the show. So much to do.
I want to take it seriously and go through the whole process, though, because if the show goes well, who knows? Hope to hear from you, and hope you can come, of course. Yours always, Linda. Also, Linda scheint hier wohl ihrer Freundin zu schreiben, Barb. Also quasi, die heißt mit Vornamen Barb, mit Nachnamen Wire. Für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet, guckt nach bei Google. Also, sie schreibt Barb Wire hier, dass sie schreibt ihr von ihrer Ausstellung und dementsprechend muss sie noch so ein bisschen Kunst machen und sie muss noch so viel tun. Das heißt natürlich, wo wir den Typen in dem letzten Kapitel bei seinem Buch unterstützt haben, können wir natürlich jetzt in diesem Kapitel mal ein bisschen unsere Frau unterstützen, weil die Beziehung ist ja schon in den Brüchen und durch das Weintrinken haben wir das auch nicht so, naja, es war halt ein Kompromiss. In dem Sinne, wir haben uns jetzt nur um das Buch gekümmert von unserem Mann, dementsprechend, also also ich sag jetzt uns meint die Familie, nicht, dass das jetzt mein Mann wäre, also ich habe den nicht geheiratet. Warum hat Papi nicht mit mir Racing Roger gespielt? Was war das denn gerade? Achso, das war wahrscheinlich der Junge. So, gucken wir mal, hier, da. Cool, what? Can we go? Ach cool, können wir runtergehen? Ah, der Junge will wahrscheinlich mit seinem Vater an den Strand. Hüpp, 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 hüpp. Ah, kein Hüpp. Und hier? Immer noch das traurige Bild. Alter, schnell hier rein, bevor uns noch jemand sieht. So, das heißt also, mal sehen. Linda, search the house for more clues. Tommy, müssen wir auch noch das Haus absuchen. Gucken wir mal, was oben hier... was geht denn da hinten ab? Gotta move faster. Ah, da liegt was. Stops. Every time I plot something I think we'll hold together, it falls to pieces. This thing was supposed to be done months ago, but the further I get, the harder it is to make it all work. Nothing's ever as simple as it seems at first. I'll think about a problem for days, finally come up with a fix, and then realize it breaks something somewhere else. I can barely hold all the threads together. Sometimes this thing just feels too big for me and I want to burn it and walk away. But what else would I do? And the deadlines don't help either. I can't think harder or faster. This stuff comes when it comes. And getting stressed out about it just makes it harder to get the words down. Like right now, I'm writing about the thing instead of working on the thing. Damn it, Dan, get to work. Das wollte ich auch gerade sagen. Anstatt über deine Probleme niederzuschreiben, solltest du vielleicht lieber dein Buch weiterschreiben, Junge. Weil sonst wird das nix. Und, was ist das? Das Literary Register. Mai-Edition. Inhalt. Die Bücher des Sommers. Adams Squires. Das Interview und America's Top Small Run Publishers. Okay. Da kommt nämlich Dan schon wieder. So, mal gucken. Ja. Den werden wir nämlich gleich mal in seinen Kopf springen. Da ist noch ein Zettel, den ich übersehen habe. Hüpp. Rein da. Jetzt ist der Zettel weg. Hier. Was geht denn hier ab? Hey, was läuft falsch? Tja, irgendwie scheint es wohl nicht so gut zu laufen mit seinem Buch. Das heißt, gucken wir mal. Da hinten. Da hätte ich jetzt auch zu der Lampe springen können. Broke through the fog last night. I found my notebook and it was all right there. Scott takes Alice to the lake to feed the swans and he's too self-absorbed to switch up his go-to move. And Sarah's there waiting to confront him. He ends up losing them both. It's simple, but it's a clean way to hit the past as anchor theme. Yep. I have no clue how I forgot that part, but it doesn't matter now. It's like a dam broke. I got the chapters to Paul on schedule with enough time to do first pass revisions. God, I'm glad that's over. Ja, er sagte, das ist, als wäre ein Damm gebrochen. Und hallo, ihr niveaulosen Leute, ich habe doch gesagt, ihr sollt abschalten. Von daher, husch, husch, weg mit euch. Nicht, dass ihr jetzt wieder denkt, er hat Damm gesagt. So.